Eröffnungsfilm Ente Gut verwendet ein bekanntes Kinderfilmmotiv, nämlich Kevin allein zu Haus. Also Kinder, die sich ganz ohne Erwachsene durchschlagen müssen. Ähnliche Themen haben wir in den letzten Jahren viele gehabt. Zum Beispiel beim sehr eindrücklichen, realistischen Film Jack oder dem sehr märchenhaften Film Danak, den wir ja auch in der Sendung haben. Ente Gut bewegt sich irgendwo dazwischen. Halle Neustadt Realismus meets vietnamesischen Glückskeks. Ah, guten Tag. Hier, Frau Tui ist. Ich möchte mit Direktorin Schule sprechen. Ja. Guten Tag. Hier, Mutter von Jan ist. Ich sollte mich melden. Ja, ich weiß, Jan sehr umgezogen ist. Tut mir sehr leid. Entschuldigen bitte. Schaut mal das Fahrrad. Das hat er sich von eurem Geld gekauft. Na los, kommt! Lynn, Lisa, erstmal an euch die Frage, wie lange habt ihr gedreht, wie lange habt ihr für diesen Film zusammengearbeitet und gedreht? Soll ich antworten? Okay, wir haben, ich glaube, 11 Wochen gedreht. 50 Tage. 50 Tage haben wir gedreht, genau, und waren auch die ganze Zeit beieinander. Ihr spielt ja drei Kinder, ihr seid zwei davon, ihr seid ohne Eltern, du bist die Freundin, die dabei ist. Ihr wart ja die ganze Zeit mit einem großen Team zusammen, aber ihr habt das so nachgespielt. Wie findet ihr das? 2 Wochen ohne Eltern und so einen Imbiss schmeißen? Ist das jetzt verlockend, nachdem ihr diesen Film gemacht habt, oder denkt ihr eher so, oh nee, das brauchen wir nicht? Beides irgendwie, also es ist natürlich verlockend, ohne Eltern, man hat nicht so wirklich, man muss nicht unbedingt da das machen und das, aber man hat auch trotzdem Aufgaben zu erfüllen, und wenn man zum Beispiel nicht die Miete oder so bezahlt, dann hat man auch Angst, oder man weiß halt nie, wann die Eltern wiederkommen. Deshalb, ich glaube, ich fände es besser, wenn meine Eltern da wären. Und du, Lynn? Also so wie es da ist, dann würde ich das eher nicht machen, weil Imbiss schmeißen direkt nach der Schule, dann eben zum Imbiss dann alles machen, damit das nicht auffliegt und alles. Das wäre, glaube ich, nicht so meins, aber wenn es so geplant ist oder so, dass man mal frei hat, das vielleicht so eine Woche oder 2 Wochen, dass man nichts machen muss, also zum Beispiel in Ferien, dass das alles so geplant ist, dann wäre das schon ganz schön, wenn man dann auch so Geld bekommt und so. Also besser so rum. Ja. Das ist vielleicht eine gute Idee für Eltern. Herr Lechner, warum ist das Thema so beliebt? Also sieht man ja oft in Kinderfilmen. Kinder, die irgendwie ohne Eltern, ohne Erwachsenen was alleine schaffen müssen. Also was reizt Drehbuchautoren daran und dann auch Regisseure, das zu verfilmen? Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um wirklich auch Geschichten zu erzählen und um Kinder auch zu, ich sage jetzt mal, man braucht in der Geschichte, man braucht ja immer einen Helden. Und um Kinder auch zu kleinen Helden zu machen, weil sie natürlich dann selber Entscheidungen treffen, selber handeln. Und das ist einfach immer so, der Zuschauer folgt am liebsten einer Figur, die selbstständig, frei handelt. Stört sich das manchmal nicht? Also bei mir ist es so, dass ich dann manchmal, wenn man Kinder hat oder so, dann möchte man ja auch, dass Erwachsene auch als Personen dargestellt sind, die verantwortungsbewusst sind oder vom Jugendamt oder die Polizei. Das sind Personen, bei denen sollten Kinder Hilfe suchen können. Und die sind ja in den Filmen gerne mal so sehr unfähige Erwachsene, aber macht Ihnen das Spaß, die so darzustellen? Also ich glaube, also jetzt in unserem Film ist ja schon so, dass wir haben die Figuren ja schon in allem sehr ernst genommen. Ja. Also es gibt natürlich einige komische Figuren, aber auch die haben wir immer versucht ernst zu nehmen. Und gerade diese Figuren, die dann das Jugendamt vertreten oder Polizei oder so, das ist ja schon so, dass das auch eine Realität ist, dass zum Beispiel Jugendämter oft Dinge machen, die nicht unbedingt das Beste für die Kinder und die Familien sind, weil sie sozusagen stur ihr Regelsystem verfolgen. Und das ist ja das Problem auch, was in der Geschichte, das Problem der Kinder, dass es eigentlich funktionieren würde, dass sie eigentlich das hinkriegen würden und dass es eigentlich kein Problem wäre, wenn nicht das Jugendamt sagen würde, ja, das geht ja überhaupt nicht, dass Kinder da allein sind. Das ist ja ein Stoff, der für einen Film geschrieben wurde. Das ist ja aus der Initiative Der besondere Kinderfilm. Können Sie uns kurz die Initiative vorstellen? Also es war ja lange in Deutschland so, dass nur
Kinderfilme entstanden sind, die auf Bestsellern beruhten, also bekannten Romanen oder schon Remakes von alten Filmen. Und es war nahezu unmöglich, einen Film nach einem Originalstoffdrehbuch zu drehen. Und dadurch ist vor 3 Jahren jetzt die Initiative aufgelegt worden, ursprünglich ausgehend vom Mitteldeutschen Rundfunk. Da haben sich jetzt ganz schnell fast alle ARD-Sender und ZDF dazu committed und alle deutschen Filmförderer. Und Sinn ist für Kinder genauso eine breite Vielfalt an Geschichten zu erzählen, wie es für Erwachsene auch ist, wo man auch nicht, wir wollen ja auch als Erwachsene nicht nur die 5 Bestseller im Kino sehen, sondern auch andere Filme. Ja, Sie haben ja schon andere Kinderfilme gemacht. Warum drehen Sie eigentlich gerne mit und für Kinder? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich lande irgendwie dann immer wieder bei Kinderprojekten und es macht mir aber auch sehr viel Freude, mit Kindern zu arbeiten. Also das ist auch immer so, also Arbeit an einem Kinderfilm ist auch immer wieder eine Reise in die eigene Kindheit. Das finde ich toll. Und ich habe auch selber 2 Kinder.